Ja, hallo zu einem neuen Inkscape Screencast. Ich bekomme in letzter Zeit immer mal wieder Anfragen, wie macht man dies, das oder jenes mit Inkscape. Darunter ganz häufig Nachfragen, wie macht man denn shiny oder glossy Buttons in Inkscape. Dazu habe ich vor langer Zeit schon mal ein ganz kurzes Tutorial geschrieben, das kann man hier finden. Es sind einfach nur 10 Schritte, wie man solche Buttons fertigt. Eigentlich relativ einfach. Da gibt auch tonnenweise Anleitungen im Internet, auch Screencasts. Deswegen wollte ich eigentlich selber keinen produzieren. Aber nach den vielen Anfragen gibt es jetzt doch nochmal einen Screencast. Fangen wir einfach an. Und zwar wollen wir zeichnen einen rechteckigen Button. Dazu zeichnen wir uns einfach erstmal nur ein Rechteck. Unten hier die Kanten mit dem Knotenbearbeitungswerkzeug. Das ist Augusto, so wie es euch gefällt. Mir gefällt es so. Und dann bekommt mein Button einen Farbverlauf. Im Tutorial habe ich einen linearen Farbverlauf gewählt. Wichtig ist nur, dass ihr die dunkle Farbe habt und oben die helle. Hier verwende ich ganz einfach mal einen radialen Farbverlauf. Und verschiebe das Zentrum hier unten in die Ecke. Und die außen so nach hüben. Wie gesagt, in oder unten das dunkle. Ich will hier einen blauen Button machen, wähle hier ein dunkles Blau und hier ein etwas helleres Blau. Von der Form mache ich mir dann einfach noch ein Duplikat. Gehe dann in die Objektfarbeinstellung, gebe dem Objekt eine Konturlinie. Unterm Reiter Muster mache ich ganz einfach die breite Konturlinie etwas breiter. Das ist bei mir hier eine Breite von 6 Pixel. Dann nehme ich die Füllung, indem ich hier das Kreuz drücke. Jetzt habe ich nur noch die Konturlinie. Was ich an der Stelle immer mache, ich kann zwar der Konturlinie hier ebenfalls einen radialen Farbverlauf geben, aber ich wandle das dann gleich immer in Pfad um. Hat für mich den Vorteil, ich kann hier unten ganz einfach picken, die Farbe. Und hat einen zweiten Vorteil, wenn ich die Datei mal weitergebe. Und er hat eine fixe Konturlinie eingestellt und skaliert das Ganze, bleibt die Dimension erhalten. Und derjenige wundert sich nicht, warum plötzlich die Konturlinie so dick wird. Dann gebe ich auch dem einfach diesmal den linearen Farbverlauf und zwar auch von unten von einem dunkleren Blau nach oben zu einem helleren Blau. Hier das Dunkle ziehe ich mal noch ein Stück runter. Sieht schon relativ wie ein Button aus. Jetzt kriegt er den entsprechenden Schein und dazu malen wir uns ganz einfach mit dem Werkzeug in Kreisen und Ellipsen erstellen eine entsprechende Ellipse. Die setzen wir uns hier so drauf. Dann machen wir uns von unserem Rechteck einfach mit STRG-D ein Duplikat. Selektieren mit der Shift-Taste die zweite Form unserer Ellipse hinzu. Und dann über Steuerung Sternchen oder Pfad Überschneidung schneiden wir das Ganze so aus, geben dem eine weiße Füllung und nehmen dem einfach die Konturlinie weg. Gehen wir aufs Farbverlaufswerkzeug, setzen hier einen linearen Farbverlauf und machen hier einen Farbverlauf und zwar von oben nach unten. Wichtig ist, dass das einfach hier so ein bisschen unten rausragt. Und dann können wir, je nachdem, wie viel wir Schein haben wollen, das hier so anpassen. Dann setze ich das mit dem Pfeil abtasten. Ganz einfach halt im Ebenenstapel 1 herunter. So fehlt noch der Text.
Hier wähle ich mal einfach einen leichten Grauton. Setze das im ebenen Stapel unter unser Schein und schon ist unser Button fertig. Eigentlich fehlt noch der Schatten. Hierfür machen wir uns wieder ein Duplikat, geben dem eine Füllung schwarz, setzen hier die Unschärfe auf den Faktor 3, nehme ich dazu immer, und setzen das mit der Enter-Taste ganz nach unten und schon wäre unser Button fertig. Das Ganze kopiert und beiseite geschoben. Damit das ersichtlich wird, dass das Ganze natürlich auch mit anderen Formen geht, mache ich das jetzt nochmal mit einer anderen Form. Das kommentiere ich allerdings einfach nicht, da mache ich einfach nur die Schritte. Okay? Ja, so, das wäre dann der zweite Button. Ich denke mal, man hat es gesehen. Relativ schnell, einfach zu machen. Plus habe ich hier halt das Zentrum des radialen Verlaufs auch im Inneren gelassen. Ganz einfach, damit der Button etwas plastischer wirkt. Ja, das war's dann auch schon. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Screencast.